Ich möchte dir in diesem Video mal wieder zwei neue Konzepte der Physik vorstellen. Und das werden diesmal gleich zwei, weil die ziemlich dicht zusammenliegen. Also die haben ziemlich viel miteinander zu tun. Und das ist einmal die Arbeit. Und zwar, um genau zu sein, die mechanische Arbeit. Macht ja Sinn, wir sind ja auch gerade in der Mechanik-Playlist. Die mechanische Arbeit. Und das Konzept von Energie. Und mit Energie werden wir uns nämlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Energie ist nämlich was ziemlich Wichtiges. Man kann sich ja bestimmt schon ein bisschen was vorstellen, was denn Arbeit ist und was Energie ist. Also Arbeit ist zum Beispiel, so merke ich mir das oft, Arbeit ist halt, wenn ich was tue. Ich denke, das liegt ja recht nah, wenn man das so sagt, dann weiß auch jeder eigentlich, was gemeint ist. Bei Energie, ich weiß nicht, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Also zumindest würde mir jetzt so aus dem Stegreif nicht einfallen, was ich da sagen würde. Deswegen habe ich mal auf Wikipedia nachgeguckt. Und Wikipedia sagt, Arbeit ist das gleiche wie mechanisch übertragene Energie. Mechanisch übertragene Energie. Und ich denke, das passt ja zu dem, was wir gerade schon gesagt haben, wie wir uns das jetzt so vorgestellt hätten, was denn Arbeit sein müsste. Und wir sehen aber auch, okay, aber für die richtige Definition müssten wir noch wissen, was Energie ist. Also gucken wir uns mal an. Und Energie, und das ist halt vielleicht ein bisschen kurios und bestimmt auch ein bisschen verwirrend am Anfang. Energie wird nämlich definiert als die Fähigkeit, mechanische Arbeit zu verrichten. Mechanische Arbeit zu verrichten. Und wie gesagt, das sieht jetzt bestimmt erstmal ein bisschen komisch aus, weil Energie definiert ja, was Arbeit ist, und Arbeit definiert irgendwie, was Energie ist. Und das sieht vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen komisch aus, aber glaub mir, wir machen jetzt gleich noch ein bisschen weiter und ich denke, dann sieht man ziemlich fix, warum das Sinn macht, dass das so auch definiert wurde. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie man die Arbeit berechnen kann. Die Arbeit hat als Symbol ein großes W gekriegt, vom englischen Work müsste das kommen, denke ich mal. Und die lässt sich berechnen aus der Kraft mal dem Weg. Okay, sieht erstmal vielleicht noch ein bisschen komisch aus, wenn wir uns mal ein Beispiel angucken. Also wenn ich jetzt hier irgendeinen Holzklotz hinstelle und auf den eine Kraft ausübe von 10 Newton, dann mal angenommen, wenn es jetzt wieder keine Reibung gibt zum Beispiel, dann wissen wir ja, der wird sich auf jeden Fall bewegen. Und zwar um eine gewisse Strecke, sagen wir mal, weiß nicht, 7 Meter. Das heißt, wenn ich das jetzt mit der Formel hier links ausrechne, würde das bedeuten, dass wir eine Arbeit verrichtet haben von 10 Newton mal 7 Meter. Also das sind 7 mal 10 sind 70. Und Newton mal Meter sind dann halt eben Newtonmeter. Und Newtonmeter ist auch wirklich die Einheit von der Arbeit. Also wenn wir jetzt sagen, wir können jetzt sagen, wir haben eine Arbeit von 70 Newtonmetern in diesen Block reingesteckt sozusagen. Und ich denke, wenn man das so sieht, also klar, wenn ich den Block von hier nach hier bewege, dafür brauche ich natürlich Energie, dann habe ich halt Arbeit verrichtet. Also denke ich, diese Definition macht sogar Sinn. Und wir können uns mal angucken, 70 Newtonmeter ist übrigens auch das gleiche wie 70 und Newtonmeter lässt sich auch ausdrücken als Joule. Ich schreibe es mal einmal aus. Oh, ein E nur. Wie ein Joule. Also eigentlich brauchst du nur ein J schreiben, aber ich schreibe es mal einmal aus, damit man weiß, wie das geschrieben wird. Und 70 Joule oder generell Joule ist die Maßeinheit von Energie. Das heißt, wir können scheinbar auch genauso gut sagen, wir haben hier eine Energie in diesen Block reingesteckt von 70 Joule. Und genau das ist auch der Grund, warum man die beiden so komisch definieren kann, also dass der eine den anderen definiert, weil die beiden halt ziemlich dicht beieinander liegen. Entweder sage ich halt, ich habe eine Arbeit verrichtet von 70 Newtonmetern oder von 70 Joule, oder ich sage, ich habe eine Energie reingesteckt von 70 Joule. Und du kannst dir sicher vorstellen, wenn du diese Arbeit jetzt hier verrichtest, also wenn du den Block von hier nach hier drüben bringst, wie auch immer, dann muss er dafür ja bewegt werden. Und wenn der Block bewegt wird, dann kriegt er eine Geschwindigkeit. Und wir können uns ja mal angucken, ob uns diese Geschwindigkeit nicht dabei hilft, zu gucken, wie die Arbeit und die Energie vielleicht noch zusammenhängen. Also wir kennen ja schon die Formel, dass die Endgeschwindigkeit zum Quadrat, ich lasse mal die Vektoren weg, die Endgeschwindigkeit zum Quadrat können wir berechnen mit der Anfangsgeschwindigkeit zum Quadrat plus 2 mal a mal s. Okay, die Formel kennen wir ja schon, die haben wir uns schon mal hergeleitet. Und wir gehen jetzt mal davon aus, wie in dem Beispiel hier, dass wir keine Anfangsgeschwindigkeit haben. Richtig? Der Block lag ja einfach nur da. Wir haben ihn hochgehoben und haben ihn ja rübergebracht.
heißt, wir müssen uns nur noch um den Ausdruck hier kümmern. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, die Beschleunigung, die lässt sich ja auch schreiben als Kraft durch Masse, weil wir ja wissen, dass Kraft lässt sich ja definieren mit oder ist definiert mit Beschleunigung mal Masse oder Masse mal Beschleunigung, wie man möchte. Das heißt, wir können also auch schreiben, dass die Endgeschwindigkeit, und ich lasse jetzt mal das E weg, weil wir ja wissen jetzt, um welche Geschwindigkeit es geht. Wir haben ja nur noch eine in der ganzen Formel. Also ist V Quadrat das gleiche wie 2 mal, und jetzt für A setzen wir einfach nur das Fm ein. Also F mal, und dann ist hier ja noch ein S, durch M. Also können wir noch die Wurzel ziehen. Also können wir die Geschwindigkeit berechnen mit 2 mal F mal S durch M. Soweit so gut. Wenn wir jetzt nochmal genau auf die Formel hier gucken, dann können uns ja auffallen, wir haben ja eben gerade gesagt, dass wir die Arbeit so hier definieren. Und hier unten haben wir ja auch F mal S. Das heißt, wir können ja auch gucken, wie hängt denn die Arbeit direkt mit der Geschwindigkeit zusammen. Also ich nehme mal nochmal die Formel hier und mache mal hier nochmal weiter. Wechsle lieber nochmal die Farben, damit das ein bisschen übersichtlicher bleibt. Also wir wissen, dass V Quadrat sich also auch berechnen lässt mit 2 mal, und Fs ist ja das gleiche wie W. Also können wir auch einfach schreiben 2 mal W. Und das Ganze müssen wir ja noch teilen durch m. So, wenn wir das wissen, dann können wir auch einfach mal m rechnen. Also ich schreibe mal die Schritte links hin, rechts hin. Also wissen wir, dass v Quadrat mal m oder machen wir m mal v Quadrat ist das gleiche wie 2 mal w. 2 mal w. Und wenn wir jetzt noch durch 2 teilen, dann können wir die Arbeit berechnen mit Hilfe der Masse und der Geschwindigkeit. Ich tausche mal die beiden Seiten noch. Also ist W das gleiche wie 1 halb. Also wir haben ja durch 2 geteilt, oder wir können auch, rechnen wir mal 1 halb, dann ist es vielleicht offensichtlicher, mal 1 halb. Also haben wir 1 halb m mal v Quadrat. Und das hier, das ist eine Formel, die kannst du dir auf jeden Fall merken, die wirst du noch ziemlich oft brauchen. Das hier ist per Definition kinetische Energie. Kinetische Energie. Und wie gesagt, damit werden wir uns noch ein ganz bisschen beschäftigen. Kinetisch heißt einfach nur, das hat irgendwas mit Bewegung zu tun. Also das ist sozusagen die Bewegungsenergie. So kannst du es dir auch merken. Und in den anderen Videos werden wir uns mal noch angucken, was es noch so für Formen von Energie gibt. Zumindest erstmal die für die Mechanik. Und dann wollen wir mal gucken, wohin uns das Ganze führt und vor allem, wofür das Ganze wirklich so nützlich ist.